Ja, hallo, ist wieder der Olaf aus dem sonnigen und heißen Thailand. Auf was sollte man achten, wenn man in Thailand gerne Hühner züchten möchte? Wie sollte der Hühnerstall aussehen? Dies und vieles mehr erfahrt ihr gleich. Bleibt dran! Ja, es war für mich schon immer ein großer Traum, selbst mal Hühner zu züchten oder zu halten. Diesen Traum konnte ich in der Schweiz nie verwirklichen. Angefangen hat das Ganze damit, dass mein Schwager, welcher selbst Hühner züchtet, mir mal gesagt hat, er hätte da einen Kampfhahn und eine Henne, die würde er mir gerne schenken. Und das war nachher der Startschuss, um Hühner zu züchten. Ja, bevor man Hühner züchten kann, muss man natürlich zuerst einen Stall bauen. Deswegen habe ich mit dem zweiten Schwager angefangen, einen Stall zu bauen. Ich wollte eigentlich von Anfang an was Massives haben, also am liebsten Betonsäulen, dann ein Blechdach drüber. Jedoch mein Schwager meinte, das würde auch mit Hartholz gehen. Ich hatte mich damals überreden lassen, was im Nachhinein ein Fehler war. Jedenfalls haben wir uns so Harthölzer gekauft, die dann unten angeschwärzt, dann eingebuddelt. Darauf kam dann das Blechdach. An dieser Stelle blende ich euch noch ein paar Fotos ein, dann seht ihr, wie unser damaliger Stall ausgesehen hat. Ja, wie ihr auf den Fotos sehen könnt, war der Stall genug groß. Es gab auch ein großzügiges Außengehege. Als nächstes kamen dann die beiden Hühner, beziehungsweise der Hahn und das Huhn an. Sie fühlten sich pudelwohl bei uns und schon nach kurzer Zeit hatten wir Nachwuchs, was uns riesig gefreut hat. Beim Nachwuchs ist natürlich, dass der wie so ein Überraschungsei. Man weiß ja nicht, ist eine Henne drin oder ist da ein Hahn drin. Und wenn man Pech hat, von 5 Eiern kamen da 3 Hähne raus und nur 2 Hennen. Kein Problem, denn die Hähne konnte ich meinem Schwager wieder zurückgeben. Diese Kampfhühner und Kampfhennen, kann man auch sagen, die haben ja circa 3 Jahre bei uns gehabt. Wir haben aber schnell gemerkt, dass nicht das Richtige für uns ist, denn wir möchten ja gerne täglich ein Frühstücksei haben. Und mit dieser Rasse ist das weniger der Fall. Und außerdem sind auch die Hennen sehr aggressiv. Also wenn die da Nachwuchs hatten, dann haben sie sich gegenseitig die Eier zerstört. Und wenn man dann mal zwischendurch mal mehr als einen Hahn hatte, das war auch nicht ideal, dann gingen die aufeinander los. Die muss man immer sauber trennen. Und deswegen haben wir nach eben diesen 2, 3 Jahren uns dazu entschlossen, die ganzen Hühner dem Schwager wieder zurückzugeben und mit Legehühnern anzufangen. Nachdem wir die Hühner dem Schwager zurückgegeben hatten, mussten wir natürlich für Nachschub sorgen. Wir hatten uns damals dazu entschieden, jetzt endlich mal mit Legehühnern anzufangen. Der Zufall wollte es, dass ein Schweizer Auswanderer, welcher selbst Hühner züchtet, mir 5 Legehühner verkaufen konnte. Also ich dachte damals noch, es wären Legehühner. Ja, es ist auch schwierig, wenn die Hühner noch klein sind, kann man da nicht 100% sicher sagen, ob es jetzt männliche Tiere sind oder weibliche Tiere. Jedenfalls haben wir diese 5 Hühner in den alten Stall noch hingebracht und ja, gefüttert, ging alles gut. Zu dieser Zeit haben wir auch Gäste gehabt. Da meinte noch der Gast: Bist du sicher, dass das wirklich Hühner sind? Ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es so ist. Bis eines Tages, so morgens früh, fing es an: Kikeriki, Kikeriki. Da wussten wir natürlich Bescheid: Mindestens ein Huhn ist ein Mann. Ja, kurze Zeit später hörte man morgens nicht nur ein Hahn krähen, es waren bereits 2, danach 3, danach 4 und danach 5. Wir hatten wirklich das Goldene losgezogen und 5 Hähne bekommen statt 5 Hennen. Ja, Anfängerpech. Jedenfalls hatte auch meine Frau keine Freude daran. Dann haben wir natürlich alle Tiere abgegeben, wir konnten nichts damit anfangen. Und meine Frau meinte: Komm, jetzt machen wir eine kurze Pause mit der Hühnerzucht, legen wir das Ganze auf Eis. Dass ich jetzt bei der Hühnerzucht eine kleine Pause einlegen musste, war kein Problem, denn der Hühnerstall war in einem sehr desolaten Zustand. Es hat sich wirklich nicht bewährt, wenn man da was aus Holz baut. Das Blechdach war noch einigermaßen gut, aber diese Holzpfähle, die konnte man gleich wegschmeißen. Es war sogar so schlimm, dass ich mit 2, 3 kleinen leichten Stößen den ganzen Hühnerstall zum Einsturz brachte. Da haben wir das ganze Zeug entsorgt und habe ich mir vorgenommen, der nächste Stall wird dann besser. Ja, nach ein paar Jahren Pause entdeckte ich bei meiner Schwägerin so niedliche Seidenhühner. Da war es natürlich um mich geschehen. Ich fragte sie natürlich sofort, ob sie einen Hahn und eine Henne hätte für mich. Sie hatte auch welche übrig, weil sie mir dann schenkte. Meine Frau konnte ich auch schnell überzeugen, es wieder mit Hühnern zu versuchen. Da dachte ich mir auch, die Hühner sind ja nicht allzu groß, da müssen wir nicht so einen riesigen Stall bauen. Einen neuen Standort hatten wir auch bereits gefunden, einen viel besseren. Und wir hatten noch einen uralten Hundezwinger übrig, wo niemals Hunde drin waren. Den haben wir für wenig Geld umgebaut, ein neues Dach drauf gemacht, dann dazu noch ein schönes Außengehege.
Ich habe mal ein Video darüber gedreht, wo wir den neuen Stall gebaut haben. Da seht ihr auch noch den alten Stall. Wenn ihr das Video noch nicht angeschaut habt, oben rechts findet ihr den Link dazu. Ja, unsere neuen Mitbewohner, die Seidenhühner, die haben nach kurzer Zeit bereits Nachwuchs bekommen. Wir waren natürlich happy. Putzige Tierchen, so kleine Seidenhühner. Aber leider hielt das Glück nicht lange, denn das Seidenhuhn verstarb kurze Zeit später. Und ein paar Monate danach auch der Nachwuchs. Da jetzt nun Leo ganz alleine bei uns lebte, mussten wir natürlich möglichst schnell Damen für ihn suchen. Das war aber sehr schwierig hier bei uns. Wir haben überall rumgefragt, niemand hatte Seidenhühner zu verkaufen. Auch meine Schwägerin hatte keine mehr. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, jetzt müssen wir halt zum dritten Mal umstellen. Und dieses Mal wirklich auf Legehühner, und zwar Rote Länder. Ja, mit dem Kauf der thailändischen Rote Länder haben wir auch gewusst, es muss ein neuer Stall her, also zum dritten Mal. Jetzt hat sich aber der Olaf gedacht, so, jetzt zum dritten Mal baue ich jetzt einen Stall, aber der muss jetzt wirklich perfekt werden, da ich habe keine Lust, da jetzt nochmal einen Stall zu bauen. Der muss so lange halten, wie ich lebe. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Jedenfalls haben wir diesen Stall richtig stabil gebaut, mit Betonpfählen, Blechdach drüber. Wie er genau aussieht oder die Einzelheiten darüber, zeige ich euch jetzt gleich. Ja, so sieht nun das gute Stück aus. Ein bisschen schwierig für euch zum Maler zu erkennen, weil vorne noch zwei Bäume stehen. Der Stall ist 5 Meter lang, 2,5 Meter breit und ganz vorne 2,20 Meter hoch, im hinteren Teil noch 1,80 Meter hoch. Ja, hier könnt ihr gut sehen, dass wir massiv gebaut haben. Betonsäulen, Vierkantrohre oben, verzinkte. Dann natürlich ein Blechdach, auch ein verzinktes Blechdach, welches nicht gleich rosten wird, oder ich hoffe es mal so. Ja, der Grund, weshalb die Türe nur 1,60 Meter hoch ist, ist der, dass das noch die alte Tür ist vom alten Stall. Und ich wollte da nicht extra eine neue Türe einbauen. Da muss man sich dann halt ein bisschen bücken, wenn man in den Hühnerstall reingeht, aber ist alles kein Problem. Ja, in Thailand gibt es ja keine Füchse. Da könnte man denken, es wäre viel einfacher, so einen Hühnerstall zu bauen. Aber hier muss man natürlich wieder an andere Sachen denken als jetzt in Europa. Weil wir ja Hunde haben, müssen wir den ganzen Stall verstärken. Das heißt, innen ist so ein grobmaschiger Maschendrahtzaun, ein sehr stabiler, der ist glaube ich so 3 mm dick. Und außenrum haben wir noch einen feinen Maschendrahtzaun gemacht, damit die Hühner nicht ihre Köpfe aus dem Maschendrahtzaun rausstrecken. Dann des Weiteren haben wir außen und innen solche Betonsäulen hingelegt, damit die Hunde nicht ein Loch graben, um irgendwie reinzukommen. Und natürlich auch die Hühner, die graben auch sehr gerne. Die würden sonst auch versuchen, da irgendwie eine Höhle zu bauen, um unten durchzukommen. Na? Und rechts neben der Tür haben wir noch eine zusätzliche Verstärkung eingebaut. Das war noch Restmaterial vom Hundezwinger. Natürlich alles verwerten. Dann diesen feinmaschigeren Maschendrahtzaun, den haben wir bis oben hochgezogen. Könnt ihr vielleicht gut sehen, der geht bis ganz zum Dach hoch. Ja, so, dann gehen wir gleich mal in den Hühnerstall rein. Hier seht ihr noch den Baumspinat, welche die Hühner so lieben. So, Fütterungszeit. Na? Seht ihr gut. Seidenhuhn-Hahn Leo, der Weiße. Legehühner sehr anhänglich. Kann man streicheln, kann man auf den Arm nehmen, überhaupt keine Angst. Jetzt haben wir die mehr als ein Jahr und jeden Tag gibt es ein frisches Frühstücksei. Was will man mehr? Na? Kuckuck, Leo. Na, Susi, du störst die Filmaufnahme. Die pickt an der Kamera rum. Na, du. Jo. Fühlt ihr euch wohl bei uns? Die werden natürlich selbstverständlich auch nie gegessen. Na?
Sind alle neugierig? Na, nicht die Kamera zerstören. Ja, wie ihr sehen könnt, fühlen sich die Hühner sehr wohl. Hinter diesem blauen Netz verbirgt sich quasi das Schlafzimmer der Hühner. Das zeige ich euch jetzt gleich. Innen ist natürlich ein bisschen dunkler, das ist bewusst so gemacht. Innen haben wir so ein Moskitonetz aufgehängt, also es geht rundherum, so ein blaues Moskitonetz. Dann außenrum hat es noch ein schwarzes Netz. Ist natürlich alles sehr winddurchlässig, also nicht, dass die Tiere hier drinnen übermäßig warm haben. Dann hier sieht man gleich, wo sie ihre Eier legen. Sie legen sie immer in den gleichen Korb, ganz rechts rein. Ich habe da drei solche Legekörbe hingestellt, aber sie bevorzugen immer den gleichen. Die Hühner sind sehr fotogen. Sie setzen sich jetzt bereits auf die Hühnerstange. Das ist ihr Schlafplatz. Also für fünf Legehühner plus einen Seidenhahn mehr als genug Platz. Meistens sitzen sie immer auf der gleichen Stange, also alle sechs Tiere. Aber hier auf der Seite können dann auch noch welche sitzen. Ja, und da vorne seht ihr noch eine weitere Stange, wo die Hühner drauf sitzen können. Diese Hühner setzen sich allerdings nie drauf, weil sie ja viel zu groß sind. Das war mal gedacht, wenn wir so Zwerghühner uns mal zulegen würden. Oder sie Nachwuchs hätten, dann könnte der Nachwuchs auf die etwas tiefere Stange sitzen. Der Nachwuchs hatten wir leider noch keinen. Ich weiß nicht, ob es an Leo liegt oder an seinen Damen. Jedenfalls setzt er sich da mehrmals täglich auf eine Henne drauf, aber irgendwie will es nicht klappen. Ich denke mal, das liegt daran, dass diese Legehühner nicht den ganzen Tag dann auf den Eier sitzen. Die setzen sich kurz ins Nest rein, Ei raus, zack, wieder weiter geht's. Und so wird es wahrscheinlich nichts mit Nachwuchs. Ja klar, das Beste wäre wahrscheinlich, wir würden uns so einen Brüter kaufen. Könnte man ihnen die Eier wegnehmen und diesen Brüter reinmachen. Aber handherum ist auch so, mit diesen fünf Legehühnern haben wir vielleicht mehr als genug Hühner. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert bitte meinen Kanal, drückt unten auf die Glocke, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.